Hallo und herzlich willkommen zurück bei Metro Last Light. Wir durchsuchen jetzt erst nochmal die Leichen von dem Raum, den wir in der vorherigen Folge noch ausgeräumt haben. Mal schauen, was es hier alles so Interessantes gibt. Und wie immer, kaum funktioniert der Trick wieder, müssen wir nachher gleich verwenden. Aber wie gesagt, wahrscheinlich hätte das vorher auch schon immer die ganze Zeit funktioniert, wenn ich einfach eine andere Waffe genommen hätte für die Tauscherei. Das Ganze ist immer eh interessant, diese Tricks sind langweilig zuzuschauen, aber gleichzeitig halt fürs Spielen fast schon wieder notwendig. Weil man halt trotzdem, gerade bei dem Spiel, was ja auch realistisch ist, nicht übermäßig viel Munition findet. Und man muss halt eigentlich jeden Trommel mitnehmen, den man findet. Und dann zwischendurch, oder beziehungsweise am Anfang war es ja eher so, dass man zu viel Munition gehabt hat, da wäre es gar nicht so eigentlich notwendig gewesen, jedes Tröpfelchen mitzunehmen. Aber gerade jetzt in den späteren ist es so, dass man chronischen Munitionsmangel hat nach den mutanten Passagen. Vor allem, weil ich eben bei den mutanten Passagen immer, wenn ich das erste Mal gespielt habe, sehr viel Munitionsverschwendung betrieben habe. Da ich nicht wirklich wusste, welche von den Gegnern jetzt mich angreifen und welche nicht. Also die haben Angst, aber wollen uns immer noch umbringen. Finde ich sehr nett. Ich glaube, da versuchen wir es mal lieber ein wenig vorsichtig. Irgendwie von der Seite oder so. Ich weiß auch gerade nicht. Also, ja. Das Spiel gibt einem schon immer die Möglichkeit zum Schleichen. Ich habe aber nie die Geduld gehabt, mir da großartig die Schleichwege anzugucken, die es gibt. Weil es gibt einmal durch den Zug, da hinten durch das Gebäude hat man es ja eigentlich auch nochmal gesehen, da hätte ich mich eigentlich durchschleichen können, ohne irgendjemanden zu töten. Also, das Großteil des Spiels könnte man wahrscheinlich auch ohne übermäßige Waffengefechte durchziehen. Was für mich aber nicht den Spielspaß an einem Shooter ausmacht. Weil ich persönlich will nicht durch einen Shooter durchschleichen. Dafür gibt es Stealth-Spiele und die zocke ich nicht. Weil ich mag einfach nicht, das ist gerade Splinter Cell und das ganze Zeug, das finde ich nicht so schön. Also doch lieber wieder ein wenig durchballern, dass man am Anfang mal ein, zwei Gegner ein bisschen im lautlosen Modus kalt macht, ist andere Geschichte. Aber man merkt schon dadurch, dass ich eben eher der stürmische Variante bin und jeden ausschalten will, der sich in einem Raum befindet, ist es natürlich, dass ich so, dass ich ja relativ schnell entdeckt wäre. Jetzt gerade da hast du wieder gemerkt, der war relativ gut gepanzert am Kopf, also und schon artet das Ganze wieder in ein Schussgefecht aus, wo ich jetzt offensichtlich mich ein bisschen zu eich reingewagt habe. Also nochmal von vorn. An sich der Anfang war ja ganz in Ordnung, aber jawohl, diesmal gleich in der Mitte Anfänger, gleich mit vollem Beschuss, nein. Da blinkt der Bildschirm schon wieder rot. Und da halte ich jetzt ausnahmsweise mal tatsächlich in die menschlichen Gegner mit der Schrotflinte rein. Die sind einfach mittlerweile so dicke Panzer, dass man tatsächlich, wenn man so jetzt eher mit diesem harten Beschuss auf die einbricht, fast mehr Erfolg hat, als wenn man da irgendeinen anderen Schwachsinn versucht. Das Luftgewehr ist eigentlich gerade auch nicht voll aufgepumpt, war aber trotzdem noch sehr tödlich. Solange das Ding im grünen Bereich ist, geht's noch, also ist das auch wieder wurscht. Also wie man wieder an der Musik hört, irgendeiner lebt noch. Aber der scheint weder mich gerade zu sehen, noch sehe ich ihn jetzt auf Anhieb. Müssen wir mal gucken. Ah, da hinten ist er Lampen. Da ist wahrscheinlich noch einer am Leben. Wenn da schon so eine Taschenlampe in der Gegend rumleucht. Sind sogar zwei. Also erst den einen. Der ist aber noch nicht tot, aber jetzt. Und da ist der zweite. Nach Maya hast du den Helm runtergeschossen und jetzt müssen wir noch, naja, endlich mal den Kopf treffen. Damit wäre der Raum auch schon wieder leer.
Man sollte vielleicht nicht immer alles so extrem übereilen, wie ich das bei manchen Räumen gemacht habe. Weil es ist einfach nicht. Die schießen schon relativ gut, sagen wir es einfach mal so. Die können sich ihrer Haut schon erwehren. Wie immer die große Überlegung, Waffe mitnehmen, nicht mitnehmen. Ich weiß, es ist immer sehr langweilig, was ich da treibe, weil es einfach zum Zuschauen ist es immer ein wenig blöd, wenn ich dann den Raum leer geputzt habe. Das könnte man sich mal überlegen, ob ich bei den späteren Ego-Shootern tatsächlich das weglasse. Dann gibt es aber wieder diejenigen, wo dann sagen, was hast denn du da? Wieso ist das, wo ist das, nach dem Motto, also. Wenn man es weglässt, beschweren sich die Leute, wenn man es nein macht, dann werden es auch wieder nicht alle toll finden, aber man kann es nicht allen recht machen. Deswegen werde ich mir das dann irgendwann selber überlegen, wie es mir am besten gefällt und werde es dann so machen. Weil umso kürzer diese Passagen sind, wo ich die Waffen einsammle, desto weniger muss ich überblubbern mit irgendwelchen sinnlosen Geschwafel wie jetzt im Moment, wo überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat. Wo ich einfach nur versuche, irgendwie die Zeit zu überbrücken, bis man wieder zum nächsten Part kommt, wo dann wieder interessant ist für den Zuschauer. Dieses kleine Loch, wo ich da unten entdeckt habe, das wäre bestimmt auch interessant gewesen. Das wäre wahrscheinlich einer von den Schleichwegen von hinten gewesen. Und jetzt kommen wir wohl zum nächsten Eckstart. Of course. Nothing ever happens in D6. Makes you wonder why we have to stand guard. Perfect, Lesnitsky. Now it is your turn, Comrade Morozov. We must field test this virus that we have obtained at such risk. I think you had some... associates suitable for the task? Yes, Czeslaw Andreevich, out of Venice. His bandits think I'm one of them, and if we pay them... Spare me the details. I just need results. Is your task clear, Comrade Lesnitsky? Yes, Comrade General. You killed one of ours. You killed a ranger. Did you think we'd just let you go? We'll see about that. I have a trump card. You. See to it then. And you will have to handle Red Square, Pavel. It's the most critical part, and there's no one else I can trust with it. Do not let me down. I won't, Comrade General. Interesting. But I'm too tired. Need to stop. Und wir entscheiden uns natürlich für den Kill. Dangerous. I'm starting to understand why you people kill. So, da la. Und weiter geht's. So, jetzt bin ich mal ausnahmsweise ernsthaft damit überlegen, was ich hierzu noch sagen soll. Weil an sich wurde alles schon mal gesagt, dass das Spiel gut aussieht, bla bla bla, blub blub blub. Wiederhole mich 5000 Mal, einfach mal so. Ja. Was bleibt mir noch zu sagen? An sich könnte ich hier an der Stelle tatsächlich schon ein Fazit ziehen. Aber das hebe ich mir bis zum allerletzten Schluss auf. Was eh immer so viele, das nach dieser Folge dürften noch zwei Kummer und dann hat sich das wahrscheinlich eh erledigt. Shall reap the storm. The Dark One opened up Lesnitsky's thoughts to me. I know all their plans.
I know Pavel is going to be at the Red Square. And that's where I have to face him. Before going to police. A peace conference is being held there. Laughable. The war has already started. It won't stop while there's a person alive in Metro. All trying to stop it. Da habe ich jetzt trotzdem wieder ein bisschen vorher abgebrochen. Auch wenn ich jetzt hier beim Kommentary ein wenig geschwiegen habe. Alive and dead at once. Very strange. Also jetzt sind wir scheinbar in die Geisterstadt eingedrungen. So wie ich das gesehen habe, gibt es dafür auch ein Achievement, wenn man alle Dinger abrennt. Also heißt das automatisch, dass man hier tatsächlich noch mehr Zeit verbringen kann. Als das, was ich gemacht habe, weil ich habe hier tatsächlich relativ, naja, flott. Ich könnte mir zwar sagen, aber an sich habe ich mir schon ein wenig Zeit gelassen. Aber ich habe mir auch nicht wirklich jedes Fitzeler-Eckler angeglotzt, sondern habe halt ein wenig nach dem Weitergang gesucht. Habe mich dabei ein wenig umgeschaut. Aber da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr zu entdecken mit diesen ganzen Stellen. Da habe ich jetzt wieder eben dieses Piepen der Uhr gehört und habe im ersten Moment erstmal gedacht, ist da was? Gibt's da was? Weil das ist halt nun mal eine Geisterstadt, wo man irgendwie scheinbar ein bisschen was erleben soll, was so Familien kurz bevor dieser letzte Atomschlag oder was das sein soll, passiert ist. Man sieht schon einen Schatten, der zu niemandem gehört. Also, naja. Gruselig ist das Ganze nett, aber irgendwie cool inszeniert. Did you see? The little human is looking for another human. Not like you. A woman? Yes, a woman. Mother. Naja, der Kleine scheint jetzt so langsam zu entdecken, was Menschsein bedeutet. Den Satz habe ich zum Beispiel nicht verstanden, nur jetzt auch im Nachhinein weiß ich nicht wirklich, was das heißen soll, ein kleiner Tod für unsere Gegner. Irgendwie erscheint mir das ziemlich zusammenhanglos, was er da jetzt mal gesagt hat. Naja, dann schauen wir hier erstmal weiter. An sich ist das Ganze ja sehr atmosphärisch und da sieht man gerade wieder einen menschlichen Schatten. Aber so wie das aussieht, rennen da draußen irgendwelche Viecher rum. Wo mich jetzt auch eins davon stark angesprungen hat. Und da ist jetzt die Stelle, wo ich endlich mal check, dass dieses Bolzengewehr tatsächlich mit den Pfeilen schießt. Wo ich mir an dem Moment gedacht habe, na sauber die Haare geschnitten. Wenn ich das viel früher dabei gehabt hätte, hätte ich mir gerade in den Mutantenpassagen, hätte ich mir doch einiges an Munition sparen können. Interessant finde ich halt auch, dass das jetzt hier mal rumliegt, an einer Stelle, wo man auch wieder nicht hin muss. Also diese, gerade solche Gewehre, wo sehr praktisch sind, kostenlos zu kriegen, ist in dem Spiel nicht gerade einfach. Also da ist es tatsächlich so, dass man sich lieber so dieses Gewehr irgendwann einmal kauft und alle anderen findet man ja eh relativ häufig bei Gegnern. Da muss man sich nicht lang für umgucken. Das Einzige ist halt, dass man das da vielleicht nicht modifiziert und dann hier erst die Modifikation ja geschenkt kriegt praktisch. Also dieses Laserpunkt, ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Modifikationen auf dem Gewehr sind, weil ich das Ding tatsächlich bis zum Schluss nicht mehr aufgetunt habe. Diese Stelle war jetzt extrem cool. Man sieht eine Halo. Also man hat wirklich eine Halo von einem Auto, das einem anfährt. Und dann switcht wieder um und da ist ein Viech. Also irgendwie schon klasse gemacht. Das Interessante ist, jetzt in der Vision hat man da nur einen gesehen. Ich habe erst gedacht, den habe ich nicht gekillt gekriegt, weil da jetzt noch eins ist. Aber wie man gleich beim Aufsammeln merkt, oh, da waren zwei. Ich habe keine Ahnung, ob die aus Versehen ineinander gelaufen sind oder ob die einfach so perfekt hintereinander gelaufen sind, dass man das selbst mit denen seiner Special Vision nicht gesehen hat.
Und weiter geht's. Immer schön in die Gebäude rein. Man hört schon überall Explosionen. Oh, und wieder mal eine kleine Hallo. Scheinbar von den letzten Tagen. Also scheinbar aus den Erinnerungen vor, oder beziehungsweise aus dem, was dann Artyom denkt, scheint der sich tatsächlich Wörter rauszuziehen. So scheint er die, scheint er jetzt ein wenig die menschliche Sprache zu lernen. Wobei der bis zum Schluss wahrscheinlich nicht wirklich sprechen kann. Das Interessante war jetzt auch an der Stelle, der sagt ja immer, die haben die und die Farbe. Also da hat man jetzt schon gesehen, die waren jetzt ein wenig rot, hatten aber so einen schwarzen Schleier außenrum, was wahrscheinlich die Angst darstellen soll. Also das, was der da die ganze Zeit labert, wird einem tatsächlich auch nochmal visuell dargestellt und somit unterstrichen, dass man wirklich sieht, ah, so nimmt der also die Welt wahr und deswegen sagt er das immer so. An der Stelle kommt jetzt wieder gleich was, was wahrscheinlich... Das habe ich eh nicht verstanden, wieso der da weiter so rumzittert. Aber da vorne kommt gleich wieder eine Stelle, da werden wahrscheinlich einige sagen, warum hast du denn das gemacht? Ganz ehrlich, mir war es scheißegal. Ich habe halt einfach mal losgelegt. Weil, wieso landet der da auf dem Nest, habe ich überlegt. Was soll das? Was ist da drin? Gibt es da irgendwas Interessantes? Und dann dieses kleine Mistviech. Brüllt mich an. Also, töten und Munition einsammeln. Und jetzt gehen wir mal wieder einen kleinen Rundflug spendiert, dass wir auch mal wieder die Wälder ein bisschen von oben sehen. Wie praktisch. Also da sieht man schon, diese Stellen sind nicht unbedingt. Also die können einen auch greifen, wenn man eben nicht... wenn es nicht vorgegeben ist. Und glücklicherweise ist man dann wenigstens nicht direkt tot, sodass es an sich ein One-Hit-Angriff wäre. Sondern tatsächlich setzen die einen danach erstmal wieder ab. Mit extrem viel Schaden zwar, sodass wenn dann der nächste Gegner angreifen würde, man direkt tot wäre. Oder wenn er direkt nochmal nachsetzen würde, man direkt tot wäre. Aber ich vermute auch, dass wenn man gerade auf, weil das war ja jetzt normaler Schwierigkeitsgrad, wenn man dann auf Hardcore spielt oder höher. Weil es dann noch diesen Ranger-Modus gibt, den man dann wahrscheinlich auch in den verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen kann, dann wird das wahrscheinlich schon extrem werden. Jetzt habe ich endlich mal wieder einen von der Sorte vom Himmel geholt. Was natürlich an sich hier wieder nicht notwendig gewesen wäre. Man hätte einfach durch diese Tür weitergehen können und ignorieren können, dass da oben dieses Viech mit seinem kleinen Baby rumhängt. Ob das gerade im Ausgang einen Unterschied macht, muss ich selber nochmal herausfinden. Ich werde das Spiel auf jeden Fall nochmal für mich nur durchspielen. Und werde dann eben mal gucken, ob, wenn man sich da mal ein bisschen anders entscheidet an den verschiedenen Stellen, dass, ob da dann wirklich das Ende auch ein anderes wird. Das Interessante ist jetzt auch, ich glaube immer noch, dass das ein bisschen ein Bug ist, dass der nicht in dieser komischen Gestalt da rumhängen soll, sondern eigentlich in seiner normalen Form. Und dass sie da irgendwas, verpusht haben. Wahrscheinlich eher nicht, wahrscheinlich hätte ich einfach nur mal das Spiel neu starten müssen, so wie bei dem ersten Grafikbug, den ich gehabt habe. Und dann wäre das auch schon wieder alles in Ordnung gewesen. Da unten ist es jetzt extremst dunkel. Und ausgerechnet da kriegt man jetzt scheinbar auch mal das Nachtvisier verboten. He's not a shadow. You yourself. Long, long ago. Also dadurch, durch diese kleine
Zwischenfrequenz habe ich natürlich jetzt total die Orientierung verloren nach gleichzeitig, deswegen bin ich erst in die falsche Richtung gegangen. Weil man tatsächlich dann nicht mehr so recht gewusst, wo war ich jetzt eigentlich? Also es ist schon so, dass man durch diese kleinen Frequenzen dann komplett die Orientierung mal kurzzeitig verliert. Weil man nicht mehr so recht weiß, wo man herkam und wo man hingehen wollte. Und jetzt kriegt man dann natürlich auch diese Night-Vision-Verbote. Und höre nur ich diese Stimmen? Oder sind die tatsächlich da? Interessant war hier auch wieder diese Musikuntermalung, dieser Shit, dieses, was ja eigentlich auf einen Schockmoment hindeuten sollte. Ich persönlich konnte jetzt nicht feststellen, worauf sich dieses Ganze bezogen hat. Weil eigentlich ist die Musikuntermalung doch recht stimmig gemacht. So dass man eigentlich keine Probleme haben sollte. Beziehungsweise, dass das alles so gut gemacht ist, dass das wirklich auch passt. Und keine Ahnung, wieso sie damals kurz so ein Schockmusik gespielt haben. Wahrscheinlich im Dunkeln, wenn man mit dem Feuerzeug unterwegs gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich irgendwas gesehen. Irgendwas Erschreckendes. Ich weiß nur einen Weg in Topolis von hier. Durch den Red Square. Die Order keeps an Outpost in der St. Basil's Cathedral. I'll get in touch with our men and tell them all I know. And my goal would be just a step away from there. It will all be over soon. There's danger here, not like before. Also so langsam gehen wir in die Heiße. From here, through the Red Square. Okay, dafür muss ich mich jetzt selbst entschuldigen. Da habe ich den Schnitt wohl etwas verhauen. Da ich die Kommentarspur jetzt in einem Ruck aufnehme und das jetzt selber bemerkt habe, müsste ich jetzt hier abbrechen, beschneiden, Kommentare neu anfangen. Will ich jetzt nicht. Stattdessen entschuldige mich einfach dafür. da habe ich ja. Normalerweise ziehe ich die immer in extra Ordner rein. Was ich an der Stelle auch gemacht habe, weil ich aus dem nächsten Ordner einfach wieder Videomaterial nachhalten habe. Da hätte ich die Aufnahme eher unterbrechen müssen. Naja, im Nachhinein ist man immer klüger. Jetzt habe ich wenigstens was, wo ich wieder eine ganze Zeit schwafeln kann. Also das ist auf jeden Fall, habe ich da mal kurz natürlich wieder das Spiel abgebrochen, wollte es eigentlich am nächsten Tag fortsetzen und habe es dann trotzdem noch am Abend weitergespielt. Also da sieht man schon, dieses Spiel, das beschäftigt dann einen so sehr, dass man tatsächlich dann noch denkt, naja, jetzt kann ich es noch restlich durchziehen, das Ganze. Da habe ich jetzt tatsächlich mal mit dem scheiß Pfeilgewehr häufig daneben geschossen. Weil eigentlich ist die Waffe doch verdammt praktisch. Also der verschwindet jetzt halber im Boden, das ist auch noch. Also es gibt schon so ein paar Dinger an dem Spiel, wo man wirklich sagen muss, das kann nicht beabsichtigt sein, das ist nicht perfekt gelöst. Aber insgesamt wirkt alles sehr gut, von daher kann man über solche Kleinigkeiten hinwegsehen, vor allem weil die Grafik. Muss man jetzt tatsächlich im obersten Bereich anordnen, was tatsächlich mal für mich eigentlich ein perfekter Score wäre in unserer Wertung. Weil ich tatsächlich jetzt nicht weiß, was man Schlechtes sagen sollte. Eine Grafikpack, der da mal drin war, ja, toll. Also ganz ehrlich, wenn ich das Spiel neu starte und dann geht's wieder und ich habe noch nicht einmal großartig irgendwie Zeit verloren dadurch, dann ist es für mich kein wirklicher Grafikbug, weil ich ja nicht weiß, was da im Hintergrund wieder reingeschlagen hat, dass das Spiel sozusagen so abgeraucht ist. Hier wird er die ganzen Leichen abklappern. Also in dem Spiel wird man schon stark zum Leichenfletterer erzogen. Aber an solchen Passagen finde ich dann auch immer, eben gerade in den Tunneln weißt du immer ungefähr, in welche Richtung das jetzt weitergeht. Aber so im Freien, da weißt du immer nicht, weil das Ganze ja trotzdem schlauchartig aufgebaut ist. Das ist genau dann das Problem. Es ist schlauchartig aufgebaut und dadurch
hast du das Problem, dass du manchmal nicht weißt, in welche Richtung wollten sie dich jetzt eigentlich lenken? Also tatsächlich, die Uhr hat auch scheinbar auch noch eine Warnfunktion für Blitze. Also so eine Uhr hätte ich auch gern. Was natürlich Schwachsinn ist, in Wirklichkeit ist es einfach die Luftausgänge wahrscheinlich an der Stelle. Aber im ersten Moment habe ich tatsächlich gedacht, das hat sich auf den Blitz bezogen, aber das kann man ja dann später noch mal sehen, ob es wirklich auf den Blitz bezogen war. Weil da gibt es gleich noch mehr. Also man hört schon wieder Bieben. Also scheinbar ist es doch mit der elektrischen Ladung zusammenhängend. Wobei es an sich auch unnötig ist, weil das Tierchen leitet einen ja jetzt ziemlich gut durch. Ich nenne sie mal Tierchen, eigentlich ist es ja der letzte Dark One, wo es überhaupt gibt. Also der letzte Dunkle, wie es im Deutschen wahrscheinlich heißt. Manche haben das eine unglückliche Übersetzung genannt. Ich habe überlegt, naja, wenn man es übersetzt, dann ist Dark One dann ist Dark One zu Dunkle eigentlich die richtige Übersetzung. Aber ganz ehrlich, wieso überhaupt übersetzen? Deswegen spiele ich die Spiele mittlerweile alle auf Englisch, weil ich auch die englischen Namen besser finde. Also hier wäre es vermutlich aber nicht nötig gewesen, den zu killen. Aber wir verbrauchen ja keine Munition mehr dadurch. Also was soll die Scheiße? Nicht mit der Munition geizen, bevor der einen von hinten angreift. Töten wir ihn lieber. Ah, da von hinten kommen auch schon wieder welche. Also da könnte man jetzt tatsächlich denen entgegengehen, weil da sieht man ja so eine kleine Tür, wo es wahrscheinlich auch nochmal was gibt und unten runter. Aber die treiben einen jetzt vorwärts und irgendwie hatte ich zu dem Zeitpunkt dann keine Lust, mich mit denen anzulegen trotzdem. Obwohl es jetzt alle so viele gewesen wären, dass ich die nicht geschafft hätte. Aber man sieht schon, die wandern gerade alle auf einen zu und versuchen einen aus dem Bereich rauszuschieben. Wenn man so will. Damit wären wir durch den Teil auch wieder durch und kommen jetzt wieder zu einem Teil, wo ich wieder mal nicht so wirklich erkannt habe, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Es ist manchmal schon ein wenig, dadurch, dass halt alles ein wenig organisch wirken soll und realistisch, ist halt das Level-Design immer schwierig so darzustellen, dass der Spieler tatsächlich genau weiß, wo er jetzt hin soll. Das ging früher, dadurch, dass du dann wirklich erkannt hast, was gehört jetzt eher zur Außenwelt, weil es eine 2D an die Wand geklatscht war sozusagen. Da hat man natürlich dann recht schnell erkannt, ah, in die und die Richtung geht's nicht weiter. Da sieht jetzt aber gerade da der Weg tatsächlich auch so aus, als würde es weitergehen. Jetzt bin ich hier schon an der richtigen Stelle und drehe wieder rum, weil ich nicht erkannt habe, dass der jetzt gar nicht der Weg ist, aus dem ich kommen war, weil das jetzt fast. Das ist jetzt eine ziemlich enge Kurve, wenn man das so sieht. Weil du kommst von da unten, gehst rauf, rum und musst drüben wieder runter. Das ist ein richtiger Spitzwinkelkopf. Und das ist dann halt ungünstig, weil es dann nicht wirklich weißt, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Dann suchst du halt schon mal, dann guckst du, da, kann man da irgendwie rüber, kommt man da nicht. Da habe ich jetzt gedacht, dass ich irgendwas gesehen habe, was man einsammeln kann. Stattdessen gucke ich jetzt nochmal hinten rum. An sich kann man es ja erahnen, dass es in die und die Richtung dann weitergehen kann, weil ja an sich da Gebäude stehen, die jetzt nicht so aussehen, als könnte man die irgendwie betreten, aber gleichzeitig weiß man ja nicht, ob man dann beim Näherkommen sich das Ganze einfach wieder im Levelwechsel äußert. Wobei ich jetzt trotzdem erkannt habe, dass man da runterspringen kann und dann eben hier weiter. Wenn man das immer alles vorher schon wüsste, dann würde das Ganze natürlich wesentlich schneller von der Hand gehen. Und man hätte solche Passagen dann eben nicht, wo man erstmal suchen muss. Wo bin ich jetzt eigentlich daheim? Wo muss ich hin?
Ich weiß nicht, wie frustrierend das für einen Zuschauer ist, wenn da tatsächlich irgendwo ein Horst da rumrennt und den Weitergang nicht findet. Bei meinem Fall kann man jetzt nicht sagen, dass er ihn ewig nicht findet. Die Zeiten sind ja zum Glück vorbei, wo ich tatsächlich da mal in einem Level drin stand und stundenlang, wie komme ich da jetzt weiter? Und dann, also stundenlang ist wahrscheinlich übertrieben, aber wo ich tatsächlich sehr lang gesucht habe, wie komme ich jetzt eigentlich weiter? Und meistens, wenn man ja dann nicht schafft, weiterzukommen, beziehungsweise nicht genau erkennt, weiterzukommen, schiebt man es ja immer auf ein Spiel und auf ein Level-Design. Ich weiß nicht, ob man da wirklich den Spieleentwicklern so einen starken Vorwurf machen kann, weil die ja versuchen, ihre Spielwelt möglichst organisch darzustellen und dadurch hat man halt normalerweise das Problem, wenn etwas sehr realistisch und organisch aussieht, hat man das Gefühl, überall weitergehen zu können, aber gleichzeitig wollen die ja ihre Level nicht extrem ausweiten oder dich dann ewig lang in die falsche Richtung schicken. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Open World wie Far Cry oder hier so eben dann trotzdem auf diesem Schlauch basieren und riskieren, dass ab und zu mal der Spieler ins Stocken gerät. Und da muss man dann wirklich aufpassen, dass man es trotzdem noch irgendwie ein Hilfsmittel gibt, wo er dann irgendwie noch weiterkommt. Also ich hätte mal wirklich den Passwort, Kompass auspacken müssen an der Stelle, um zu gucken, deutet der jetzt eigentlich in die richtige Richtung oder leitet der einen wieder irgendwie so doof, dass man denkt, man muss rückwärts laufen. Also da hat man jetzt schon gehört, die versuchen einen nicht gefangen zu nehmen, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich jetzt das Feuer tatsächlich eröffnen? Das waren mir irgendwie zu viele an der Stelle. Deswegen bin ich jetzt erst einmal dahinter gelaufen, weil da ist ja auch eine Deckung, die jetzt auch ordentlich zerschossen wird. Das ist wieder sehr schön, weil das sind halt nur so ein paar Holzpaneelen und so ein bisschen alte verrostete Metallplatten. Also halten die natürlich auch nicht den Beschuss jetzt aus, was sie da teilweise kriegen. Und auch hier sieht man wieder, ich schalte die Lampen aus, um einfach in die Fenster, wo da ja auch teilweise Sniper rumstehen, reinschießen zu können, beziehungsweise zu sehen, wo sind die Gegner. Also diese Vision, die da gerade unser kleiner Freund eingeschalten hat, ist gerade an der Stelle äußerst praktisch. Und vermutlich auch absolut notwendig, deswegen haben die Entwickler wahrscheinlich auch eingebaut, dass es genau da mal ausnahmsweise so was Special, so eine Special Ability von dem gibt. Das Interessante ist jetzt, ich glaube, ich habe so ziemlich jeden ausgeschalten und soweit ich weiß, tut er jetzt auch seine, diese Ability nicht mehr einschalten. Weil man hört jetzt geht es langsam in die heiße Phase des Kampfes über, wo man tatsächlich sich ein kleines Sniper-Duell mit dem da oben liefern soll. Dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ade!